Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, folgende Szenen, die jetzt gleich kommen werden, haben wir letzte Mal im Stream bei Days Gone nicht sehen können. Ich habe sie jetzt privat weitergespielt und bevor wir das nächste Mal in dieses wunderbare Spiel einsteigen, zeige ich euch hier die folgenden Szenen, die teilweise auch sehr emotional sind und da freue ich mich riesig drauf. Ich freue mich riesig drauf, dieses Spiel bald endlich durchzuspielen und ich freue mich auch auf euch und auf den nächsten Stream von Days Gone. Also, viel Spaß jetzt mit den folgenden Szenen. Und Mahonien. Doch dann änderte sich alles. Es geschah heimlich. Ich hatte keinen Zugang. Gott, David hat es gesagt. Er sagte mir ständig, dass etwas nicht stimmt. Okay, okay. Wer ist David? Nein, David nein. Gorman. Er war Forschungspraktikant. Weißt du, was ich sagte? Ich redete von Pharmazie und Hightech und so weiter und dass Milliarden von Dollar auf dem Spiel stehen und er nicht nachfragen soll. Er hörte nicht auf mich. Er hackte das System. Er kam hinter die Firewall. Er sagte mir, dass das hier irgendein geheimes Projekt sei oder sowas. Ich weiß nicht. Jetzt mal ganz langsam. Er wollte der nächste Edward Snowden sein. Weißt du, er wollte diese ganze Sache hier auffliegen lassen. David Gorman enthüllt die Herrschaft des Bösen und rettet die Welt so in der Art. Und ich hörte ihm einfach nicht zu, Deacon. Ich sagte ihm, dass er paranoid sei. Und er muss hier eingebrochen und an eine Probe gekommen sein, was auch immer sie hier drinnen zusammengebraut haben. Warte, ich komme nicht mit. Was meinst du? Ich habe es mir kurz darauf selbst zusammengereimt. An dem Tag, an dem ich niedergestochen wurde, war ich im Cloverdale-Büro in Farewell und ich wollte zu David, aber er war nicht mehr da. Er war schon 2 Wochen weg. Da war diese riesige Bio-Expo in Portland. Er muss ein Reporter getroffen haben. Er war vermutlich infiziert und wusste es noch nicht mal. Oh mein Gott. Und 2 Tage später waren alle auf dieser Konferenz infiziert und dann stiegen sie in Flugzeuge und flogen nach Hause. Und nach einer Woche waren 2,5 Milliarden Menschen tot. Sarah, das ist nicht deine Schuld. Ich meine, wie hättest du ihn denn aufhalten sollen? Du verstehst mich. Es ist die Forschung. Meine Forschung war Teil davon. Deacon, ich war ein Teil davon. Sie haben mich benutzt. All meine Sachen sind klatschnass. Jetzt was essen oder? Ja? Ja, okay. Ja. Gott, ich hab nicht mal Hunger. Ja, ich auch nicht. Ist dir kalt hier? Komm her, komm her.
Ja, nach diesen Szenen habe ich erst recht Lust, den nächsten Days Gone Stream zu machen. Und ich freue mich an dieser Stelle jetzt schon mal total auf euch und den nächsten Stream. Also, euch noch einen schönen Tag, einen guten Abend, eine gute Nacht, wie man das so schön sagt. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.